Hi. Heute machen wir einen Hofrundgang für Juli, fast schon August. Und dann legen wir mal los, zeige ich euch, was wir schon alles gemacht haben. Dann geht es zu unserem Wintergarten vom Büro raus. Und wie ihr seht, ist er schon fleißig in Benutzung. Ist noch nicht ganz fertig. Mei. So, ein bisschen Chaos haben wir noch. Oje, oje, da hinten haben wir noch was abgebrochen. Ah ja. Ah ja, eigentlich fehlt noch jemand. Da fehlt noch jemand an meiner Seite. Schauen wir mal, wo der sich rumtreibt. Uiuiui, ui, ui. Noch mehr Chaos. Baustelle halt. Gell? Aber ich höre jemand. Ich rufe mal Basti. Ja? Hofrundgang wollten wir machen. Servus, grüß dich. Was willst du machen? Hofrundgang? Ja. Naja, heute sind wir mitten in unserem Dach arbeiten. Kann ich euch mal zeigen, was wir da so treiben. Ihr wisst ja, wir haben unseren Wintergarten hier gebaut und jetzt habe ich die letzten Tage das Dach isoliert und heute mache ich mit Michi das Blechdach haben wir heute fertig drauf gemacht und jetzt sind wir gerade dabei, hier hinten dran, seht ihr, da ist so eine leichte Schräge, da kommt eine Verglasung rein, hier liegt schon mal eine Scheibe und da sind wir gerade dabei, alles anzupassen und ja, so gerade noch ein bisschen Gefummelarbeit, aber hier auf die ganze Länge bis davor wird dann verglast und ab hier geht es dann in Blech über und diesen Übergang, das machen wir jetzt gerade alles, dass das Wasser nicht reinläuft. Ja, das ist heute unsere Tagesaufgabe, die letzten zwei Tage war das unsere Aufgabe. Huhu, Basti! Wer ist denn da? Huhu! Ah, ja? Ja, dann machen wir mal Hofrundgang. Warte, Michi, warte. Da ist der Michi, unser Helfer, hin. Ja, und dann zeigen wir das hier, wie wir das jetzt hier freigemacht haben von den Brennnesseln und so. Basti? Ist er schon wieder weg? Basti! Weg. Suchen wir mal. Schauen wir jetzt mal rein. Basti! Ja? Hier ist er. Mensch, ich wollte einen Hofrundgang filmen und dann schwupp, weg war ja, er. Ich muss was machst du denn? Ein paar Latten noch zuschneiden. Brauchen wir fürs Dach da oben. Ah ja. Also komm, auf geht's. Jetzt schauen wir mal schnell den Herr Hofrundgang. Hört ihr was auf, ja? Doch, ich hab's doch gesehen, ja. Alles ordentlich hier. Ich nicht, wir haben okay, da haben wir schon ein bisschen wieder Dreck gemacht, aber das können wir gut gebrauchen für unser Kompostklo. Genau, einstreuen. Und hier alles wunderbar, der Tisch aufgeräumt, wieder alles hier oben ordentlich sortiert. Ja, aber trotzdem haben wir noch kein System drin. Da hat bloß unser Work, wir haben wieder Workaways da, nicht der, der das Kompostklo gebaut hat, sondern noch, wir haben eine Familie aus der Schweiz da. Und der hat jetzt hier die einfach mal die Werkstatt wieder rausgekehrt, mal wieder ein bisschen alles hingestellt, aber wie gesagt, hier drin herrscht noch keine Ordnung. Da ist alles noch so, wo wir eingezogen sind, hier mal einfach bloß reingestellt. Das ist noch so ein anderes Projekt, hier mal die Werkstatt einzurichten. Ah ja, hier seht ihr noch unsere Dämmung für das Dach vom Wintergarten. Das sind einfach 50 mm starkes Holzfaser-Dämmplatten. Die haben wir da oben drauf gemacht, wo der Basti ja heute schon euch gezeigt hat. Genau. Ja, da sind wir schon gut weit gekommen. Das Dach ist drauf und die Fensterelemente sind drin bis auf eins von vorne und von der Seite. Da sehen Sie jetzt noch mehr als wie beim letzten Mal noch, ja. Weil das der letzte Ding ist, glaube ich, wie wir mauern oder sowas. Ah, da ja, gab's das letzte stimmt, Video. Genau. Aber es wird noch ein Zeitraffer-Video geben, wie wir den Dachstuhl aufstellen. Da waren auch ein paar interessante Sachen dabei, wo man zum Beispiel oben die große, da ist oben eine ganz große Pfette drin, so ein dicker Leimbinder ist da oben, den haben wir dann versucht durch den Hobel zu schieben oder wir haben es dann letztendlich schon geschafft, aber das war sehr spannend mit unserem kleinen Hobel. Ja. Ja. Hier ist das andere Projekt, da habe ich leider noch nicht weitermachen können. Hier kommt ja der Erdkeller hin, die Steine stehen schon bereit, ein bisschen noch was ausgebaggert werden muss,
Und das werde ich jetzt im August, da habe ich frei von der Schule. Da werden wir den Erdkeller hier machen. Es gibt ein separates Video, wie wir den Erdkeller mauern. Da hinten, genau. Das Chaos wollte ich auch noch zeigen. Das Chaos. Das Wildgarten, eigentlich kein Chaos, ja. Das ist Wildgarten. Das sind unsere Äpfelbäume. Einer davon, der trägt jetzt hier sehr gut, hier sieht man es am allerbesten. Der hat schon richtig viele Äpfel und da wollen wir dieses Jahr wieder Saft machen. Genau, weil wir haben nämlich unsere eigene Presse und Schredder. Und wir können das komplett selber pressen, tun ihn dann abkochen und dann abfüllen. Der Michi. Hallo. Was machst denn du da? Ich, ja, hier so. Was denn da für ein Ding? Das nennt sich ein Kajak. Ein Kajak? Ach, die hast du anfertigen lassen, oder was? Die habe ich anfertigen lassen, ja genau. Okay. Das kommt ja an der Seite vom Auto dran. Wo willst du das dran machen? Das kommt an mein mobiles Zuhause. Dein mobiles Zuhause? Richtig, genau. Stimmt, da wollte ich dich doch mal noch interviewen, gell? Ja, das machen wir. Was hast du denn da gemacht an deinem mobilen Zuhause? Sag mal schnell zusammengefasst. Ich habe das einen anderen Motor eingebaut. Was hast du denn überhaupt? Ein T3. Ein T3. War es mal, jetzt ist es ein T3 Synchro. Ich habe den von Benzin auf Diesel umgebaut. Okay. Sprich einen anderen Motor reingebaut. Ein Riesenaufwand. Ja, hat lange gedauert, 5 Monate. Und genau, das, was der meiste Zeitaufwand war, war, ich habe mir ein Spenderfahrzeug gekauft. Genau, ein T3 Synchro, alte Schrottkarre. Mhm. Aber die wichtigen Teile vom Unterboden, die waren. Also die ganze Allradtechnik, meinst du? Genau, richtig. Die hat man benutzen können und die habe ich in meinen T3 eingepflanzt. Und jetzt ist es ein Allradfahrzeug. Ein Westfalia-Aufbau mit Allradfahrzeug. Genau, richtig. Sehr schön. Und, aber da machen wir nochmal separat. So machen wir das. Ein Interview, dann zeigen wir mal alles den Leuten, wenn es interessiert. Hier ist noch so ein anderes. Hier waren, letztes Mal habe ich euch die Häufen gezeigt mit den einzelnen Sachen von dem... Ich glaube, das vorletzte Video war es, da habe ich ein Zeitraffer-Video rein, wie wir eine Halle abgebaut haben. Und das Großteil von den ganzen Paketen, die hier lagen, die habe ich jetzt, haben wir verräumt. Da drinnen. Da war vorher der, hier ist ja unser Lager von den Hackschnitzeln für die Heizung. Und hier links stand der Gummiwagen drin vom Bulldog. Also der, ja, Gummiwagen heißt es bei uns. Brückenwagen, auch genau, ist der richtige Begriff. Und hier haben wir jetzt, hatte ich noch so ein Regal rumliegen, also drei so Einzelteile, diese Stahldinger, drei. Und dann haben wir hier die drei Stück aufgestellt und haben das ganze Regal voll gemacht mit den Hölzern, alles was man dann noch so brauchen kann zum Verbauen. Genau, das hat hier, kann hier dann im Trockenen stehen. Sehr gut. So, jetzt schauen wir erstmal in den Garten, was da noch alles passiert ist. Jetzt gehen wir mal ins Gewächshaus, wie es da ausschaut, dass das so alles gewachsen ist. Ja, hier vorne sieht man schon ziemlich viel. Ja. Ist auch schon ziemlich groß geworden, Palmkohl. Mhm. Tina zeigt das nicht. Wieso? Weil das total ungepflegt ausschaut. Ja. Da hat keiner irgendwelche Arbeit da drin gemacht. Das ist Katastrophe. Das letzte Mal war es noch in Ordnung und dieses Mal nicht. Nee, also. Weil das, schau mal, die ganzen Tomaten liegt alles am Boden, ist nicht hochgebunden, nicht ausgegeizt. Das ist... totales schlechteste Beispiel, was du zeigen kannst. Der Wein kommt schon aus dem Gewächshaus raus. Ja, das wollte der ich wächst ja, wie der brutal da, hier. Dass der da lang wächst. Der soll ja hier überall sich lang ranken. Achso, wo waren wir jetzt? Wir wollten ins Gewächshaus gehen. Genau. So, Gewächshaus, schaut aus wie Wildnis. Was haben wir? Hier sind immer noch Chilis. Die habe ich geschenkt gekriegt von einem Freund. Das sind so sehr, sehr scharfe, mörderscharfe Chilis. Sollen das sein. Habe ich immer noch nicht geschafft einzupflanzen. Ich werde es jetzt demnächst mal noch machen. Aber vielleicht bringe ich dem Rigotti welche mit. Ja, mittlerweile seht ihr, hier sind die Gurkenpflanzen schon relativ gut gekommen. Da hinten sind die Eiertomaten. Die trägt zwar nicht so toll, aber vielleicht wird es ja noch. Hinten drin ist auch eine Eiertomate. Und hier wächst ein kleines Spezial. Hier auf dem Schild kann man es lesen. Ich glaube nicht. Eine Luffa-Gurke wächst hier. Die hat sich sehr, sehr schwer getan, dieses Jahr zu kommen.
habe ich gekriegt von einem Freund von mir, von meinem Drohnenpiloten Dani. Der hat die vorgezogen bis hierher, es ist schon gewachsen. Schauen wir mal, ob wir dieses Jahr noch Schwämme kriegen. Hier ist noch mal eine andere Schlangengurke. Da fangen jetzt langsam an, dass hier Gurken wachsen. Ah, hier unten hängen auch ein paar. Ja, hier sind wieder Tomaten. Hier ist noch eine große Kletterzucchini, soll das sein. Da ist mir zwar der Haupttrieb einmal abgerissen hier oben, aber sie hat schon wieder nachgetrieben. Das wird schon noch. Hier haben wir noch Fenchel, Knollenfenchel, der muss jetzt da noch raus auf den Acker. Hier stehen noch zwei Blumenkohls. Ja, da im Eck hinten. Was haben wir da, Tina? Schon nicht so gelangweilt. Hier im Eck hinten. Wein! Ist, das ist unsere Weinrebe. Weinrebe, genau. Der ist dieses Jahr, den habe ich dieses Jahr einfach nur wachsen lassen, damit der hier oben sich schön lang rankt. Das soll nächstes Jahr so Beschattung sein. Und dem gefällt es hier ganz gut in dem Eck. Was haben wir hier in der Wildnis alles hängen? Hier das kenne ich. Ah, das sind Tomatillos, oder? Das sind Tomatillo, ja. Tomatillo wächst hier hinten drin. Ja, diese so Lampion-mäßig wachsen. Das sind Physalis sieht so auch so aus. Physalis sieht so aus, ja. Und das sind Tomatillo. Wenn sie dann reif sind, schmecken die so süß, süß säuerlich. In Chutneys kann man die gut verwerten. Hier vorne dran habe ich für den Opa angebaut. Da Peperonis. Opa isst gern Peperonis. Aber für mich wächst da auch was, habe ich gesehen. Was wächst für dich da? Na, die Blume. Ah, stimmt, die Blume. Mhm. Eine Ringelblume. So. Hier oben hängen schon ein Teil von unseren Zwiebeln. Die ersten Objekte von den Zwiebeln dieses Jahr. Zeige ich euch nachher noch, wo die anderen. Die haben auch die Workaways schon geerntet und haben sie zum Trocknen gehängt. Was haben wir noch? Knoblauch. Knoblauch hängt hier schon zum Vortrocknen. Der ist schon fast gut, dass man weiter sauber machen kann. Ja. Hier ist Petersilie zum Trocknen. Da nehme ich das Saatgut für nächstes Jahr. Die war hier im Gewächshaus gestanden. Ist dieses Jahr ausgeblüht. Hier im Eck hatte ich eigentlich nicht gedacht, dass ich da mal Bohnen rein habe. Aber anscheinend habe ich hier eine Bohne reingepflanzt. Und zwar eine ziemlich große. Da wachsen ziemlich große Bohnen, die hier schon reich hängen und die hier schon richtig groß gewuchert ist. Genau. So, dann schauen wir mal. Ah, hier im Eck, da habe ich auch einen Wein von draußen reingelitten. Der Stock, der steht hier hinten drin. Da steht der Stock und der wächst da hinten. Habe ich ihn da durch. Ihm gesagt, er soll da hinten durch wachsen. Und jetzt ist er hier rausgekommen und der tut jetzt schön hier auch hier drinnen hochranken. Der soll ja auch voll alles voll ranken. Oh, wir hatten hier schon wieder sein Fahrzeug einfach so abgeparkt. Ich glaube, der Timmy war es, oder? Ja? Ja. Ja, einfach wieder abgestellt. So, sind wir am Entenbadeparadies angekommen. Da hinten sind da die kleinen Enten. Ich weiß nicht, ob man sie sieht, aber da sind die großen links. Rechts sind zwei kleine, ein anderer Trupp läuft da hinten rum, sind auch schon schön gewachsen. Hier am Herzbeet habe ich der Tina wieder richtig schöne große Sonnenblumen eingepflanzt. Ah, eine Biene drauf. Die Sonnenblumen sind so groß, die überdecken schon fast das ganze andere Blumenzeug. Genau. Dann schauen wir, hier haben wir ein Hügelbeet. Schaut alles ein bisschen wild aus, aber ich will das so. Und hier ist schon eine riesen Zucchini-Pflanze, von der haben wir schon einiges jetzt geerntet. Hier ist Rotkraut. Oh, Rotkraut, ich sehe schon wieder mit Fraßfeind hier. Mhm. Futter für die Hühner. Genau, Rotkrautköpfe. Die wachsen relativ gut, sind sehr befallen von den Kohlweißlingen gewesen. Sonst haben wir hier, haben wir denn da noch? Gelbe Zucchini. Da hinten ist auch noch gelbe Zucchini. Ja, hauptsächlich ein Zucchini-Beet. Oh, was haben wir denn da? Ein Brummer. Oh Gott. Oh. Hi.
Definitiv. Kann man wieder was Schönes draus machen. Genau. Gerade haben wir ja viele Abnehmer, da ist das ganz gut. So, hier sieht man schon fast gar nichts mehr von unseren Hügelbeeten, weil diese zwei Kürbispflanzen, die ich da dachte, ich pflanze die da noch rein, weil die übrig waren, hier ziemlich viel überwuchert haben. Und, geht schon weiter, oder? Ja, machen wir weiter. Gehen wir weiter. Hoi, da ist gar niemand da heute. Wo sind sie denn? Matschepampe. Oh, ich höre sie. Ja, ja, da ist dick Sule heute. Ja. Weil. Wo sind die Schweine? Ah, da hinten kommen sie runter. Die waren im Schatten. Und der Fritzi liegt da hinterm Häuschen. Da sieht man das Ringelschwänzchen. Bertha! Ja, komm her! Ja, ja, komm! Und da kommt der Fritzi. Sagt sie auch mal Hallo? Gut, haben wir euch geweckt vom Mittagsschlaf, gell? Ein bisschen Schwein was zum Trinken. So, dann haben wir noch was geändert. Und zwar haben wir ja unser Kindergarten mit dem Enterich und dem Hase und den kleinen Hühnern, den wir welche haben. Die waren da hinten an dem Haus immer. Es hat so viel geregnet. Und es war so matschig und wir wollten es sowieso mal wegmachen da. Und jetzt haben wir es hier vor den Acker gemacht und vor das Gewächshaus. Das ist hier, man sieht es glaube ich nicht so. Genau. Und da sieht man schon, wie die Henne gerade Sandbad macht. Genau. Hier ist noch ein Beet. Da haben wir auch noch ein kleines Hügelbeet gemacht mit Sonnenblumen, die hier monströs groß geworden sind. Riesensonnenblumen, muss man von weiter weg filmen. Ja. Das ist echt. Hier ist noch ein Baum eingepflanzt. Ein Birnenbaum, ja. Eine Birne. Genau, also das. Die sind schon über dem Gewächshaus drüber hinausgewachsen von der Höhe. Da haben wir außer den Sonnenblumen Zucchini eingepflanzt. Die ist auch schon riesengroß geworden. Die hat auch schon viele Zucchinis uns beschert. Gelbe, oder? Nee, grüne. Aber wir haben auch gelbe. Hier ist noch ein Birnbaum. Oh, der hat sogar eine Frucht. Und da haben wir noch einen zweiten. Was ist das noch? Eine Pflaume. Genau. Ich glaube, ich mache jetzt dann irgendwann mal Schildchen für alles. Damit du, wenn du was erklärst, damit du dann lesen kannst, oh, das ist das. Nicht so wie bei Wode, beim Rigotti heimlich gefilmt hast und dann den Apfelbaum als Birnbaum deklariert hast. Du hättest ja nicht den, das hättest ja raussteigen können. Das ist unser Gewächshaus. Da haben wir ein vieles Verschiedenes. Zucchini, Tomate, Kohlrabi wächst da. Gehe ich mal rein. Ein Kohlrabi, der sieht schon richtig schön aus. Oh, da werden schon die ersten Tomaten reif hier hinten, sehe ich. Und sie ist schon versteckt. Der Salat ist schon in der Blüte, da wird es wahrscheinlich hier wieder viel geben. Noch eine Gurke. Und, ah, da sind noch ein Haufen Blockpaprikas. Obwohl die Pflanze relativ klein ist, hat sie viele Paprikas gemacht. Oh, und da ist natürlich ein riesen Kohlrabi, aber den fand auch schon niemand anderes gut. Ja, dann schauen wir noch ins Tomatenhaus. Da schaut es auch aus wie Urwald da drin. Die vorderen Pflanzen, habe ich festgestellt, die brauchen auf jeden Fall nächstes Jahr einen Regenschutz. Weil, wie ihr seht, die kriegen hier zu viel Wasser ab und fängt schon wieder an hier mit Braunfäule. Ja, das ist nicht gut. Naja, sonst bedarf es hier wieder viel Arbeit hier drin, sehe ich. Viele Ausgeizenarbeit, aber sonst haben wir schon richtig schön Früchte dran. Ja, unser Kartoffelacker sieht eher aus jetzt schon wie eine wilde Wiese. Ja, sieht man schon fast keine Kartoffelpflanzen mehr. Hier Braunfäule ist, glaube ich, auch schon drin. Oder vielleicht können sie auch einfach nur schon abtrocknen. Wir können ja mal eine Probegrabung machen, ob wir da schon was sehen. Ob da schon unsere Mühe Früchte trägt. Oh, was haben wir da? Eine Laura. Eine Laura. Genau, Lauras. Haben wir ganz viel angepflanzt hier. Wo schauen wir noch hin? Bärenbeet. Jetzt können wir noch zum Bärenbeet schauen. Das ist echt super geworden. Die meisten Büsche haben super überlebt und wir haben echt schon viel geerntet. Da haben wir hier rote Stachelbeere. Die ist sehr lecker. Die Oma hat da heute schon geerntet, habe ich gesehen.
Die hat Marmelade gemacht. Hat hier geplündert heute, stimmt. Die hat Marmelade gemacht. Mhm. Stachelbeere und Johannisbeere. Die hat hier heute geplündert. Genau, da sonst kann man alles noch, andere ist eigentlich schon leer. Kann man noch gut sehen, dass hier noch viele Weiße hängen. Kürbis. Ja, da ist nochmal ein Kürbisfeld. Schauen wir mal rein. Feld, ja. Der überwuchert hier bald alles. Schau mal, was der schon alles hinschmeißt hier an Früchten. Da sind Früchte, überall ich kommen sie raus. Mehr. Da vorne, gleich vor mir liegt auch einer. Mhm. Also das ist ein richtiges Kürbismeer gibt es dieses Jahr. Hier ist eigentlich die Hirse. Die Hirse vom Rigotti. Das wächst hier. Ob die noch was wird dieses Jahr. Wächst hier neben den Ringelblumen. Ja. Und das hier, das kultivieren wir hier eigentlich am liebsten. Das kommt hier auch richtig gut. Wir müssen kaum was machen. Löwenzahn. Was ist das? Ich weiß es. Noch ein Rätsel. Wer es weiß, in die Kommentare schreiben. Hat jeder Gärtner im Garten. Dann ist es nichts, was wir angepflanzt haben. Hier haben wir wieder unseren Job. Jedes Jahr, der hat sich wild ausgeblüht, wild ausgesät. Job heißt es, das ist eine Teepflanze. Das ist sehr aromatisch. Steht hier überall büschelweise rum. Hier, wo es so frisch gerodet ausschaut, da haben unsere Workaways Karotten geerntet. Mhm. Ich glaube, drei Schubkarren voll. Gehäufte Schubkarren voll sind sie geerntet und die haben wir eingefroren. Die Winterernte sozusagen gesichert. Und überall kommt sie durch. Also ihr müsst aufpassen mit Topinambur, wo ihr die hinpflanzt. Die ist echt, die kann auch zur widerstandsfähig. Plage. Ja, widerstandsfähig und zur Plage werden, weil da kommt ein kleiner Schnipsel, bleibt da in der Erde und eigentlich stand diese Pflanze mal da drüben. Ich habe keine Ahnung, wie die aber hier ist kam. Sie auch. Ja, oder wie sie zum Beispiel hinten im Kartoffelacker kam, ich habe keine Ahnung. Da müsst ihr aufpassen. Die ist sehr, sehr, überall die Phacelia dazwischen. Mit Bienchen. Bienchen drauf. Hm. So, hier haben wir, was haben wir hier? Da stehen noch ein paar Lauchzwiebeln. Wie hat der sich dahin verirrt? Weiß ich auch nicht, wie der Mais da hingekommen ist. Eigentlich ist hier das Maisfeld. Zwischen den roten Beeten. Beete. Genau, jetzt haben wir rote Beete, die sind auch schon schön gekommen. Da haben wir noch Blumenkohl, zwei Reihen. Und der Mais ist auch schon groß. Steht gut da. Ah, Espresso kommt. Für dich. Dankeschön, mein Schatz. Mit Zucker, bitteschön. Dankeschön. So, jetzt habt ihr noch mal einen kleinen Eindruck gekriegt, was bei uns so abgeht oder auch nicht. ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, der kleine Einblick in unserem Hofrundgang. Jetzt kommt dann August. Wie gesagt, da machen wir dann den Erdkeller, müssen wir dann Gas geben, dass wir den schaffen, damit wir den fertig bringen. Wenn dann das Gemüse kommt, noch das andere. Mhm. Das einlagern können, Kartoffeln. Ja. Was haben wir morgen? Morgen haben wir ein Event, YouTuber-Treffen, gell? Ja. Müsst ihr einschalten morgen. Morgen Samstag und Sonntag ist YouTuber-Treffen. Da werden wir auch sein beim Rigotti. Schauen wir mal, was da so passiert. Freue mich drauf. Und ich bin ja schon leicht aufgeregt. Ja. ich hoffe, euch hat es gefallen. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, jetzt Pause. Pause. Schluss für heute. Schluss. Schluss ist noch lange nicht. Wer hat an der Uhr gedreht?